Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Safecracker, das irgendwie gerne mal abstürzt. Ich hoffe, der Kühlschrank geht jetzt. Das sieht gut aus. Ich habe mühevoll wieder auf die 40% hochgespielt, die wir bereits hatten, habe auch gespeichert und ich werde jetzt, glaube ich, einfach nach jedem Safe speichern, weil irgendwie so ganz super läuft die VM immer noch nicht. Aber okay, so, Celsius hatten wir gesagt. Erstmal kann ich das hier allgemein irgendwie alles ein bisschen hochpowern. So ungefähr hier dann auf, wow, es ist aber auch schon so eine kleine Frickelarbeit. 9,5 hatten wir gesagt, da hatten wir gesagt 49 und da hatten wir gesagt 82. So. Ha! Da geht er auf. Alter, da ist ja immer richtig viel drin. Milch. Eine Glühbirne. Apfel. Nom, nom, nom. Noch eine Banane. Ein Zettel. Ja, für den T1001. Sehr schön. Und dieser Schlüssel, na, da kann ich mir doch irgendwie gut vorstellen, wo wir den benutzen können. Ab in den Flur. Ach, das hat sogar 4% gebracht. Na, krasser Scheiß. So, das sieht doch irgendwie verdächtig aus, als würde der hier reinpassen. Und das tut er auch. Ich bin entzückt. Und da haben wir für Raum 7. Großartig, dann haben wir da ja alle Schlüssel zusammen. Dann speichere ich doch jetzt erstmal. Und auch das hat 4% gebracht. Krass, ab geht it. So, bevor wir jetzt wieder das Scrollproblem kriegen. Also ich habe gerade mal geguckt, Arbeitsspeicher runterstellen bringt nicht so viel. CPU-Geschwindigkeit verlangsamen bringt was zum Scrollen. Aber, ja, ach, wir sind ja auch schon in Raum 7. Kann ich ja direkt hier bleiben. Aber ja, dann fängt irgendwann das Spiel an zu haken. Von daher. So, der erste, der zweite und der dritte. Achso. Die Schlüssel drehen und da geht er auf. Jawohl, was haben wir hier? Schönes. Prison, Wind Handle, Driveline. Was zur Hölle ist das? Das ist die Küche. Ach, das ist doch hier noch wieder für die Geheimtür. Das kennen wir doch schon. Aber der Rest vom Aufzug, das ist doch schön. Dann haben wir doch, genau, und da fehlt die 1. Jawohl, dann haben wir jetzt den Aufzugcode perfekt oder vollständig. Dann ist das die 1812. Das ist doch hübsch. Dann können wir damit dann doch einfach nach oben und in den Keller fahren. Das ist doch schön. Aber erstmal, ich habe hier nämlich noch schön auf dem zweiten Monitor die Blindenschrift offen. So, das da ist eine 1. Das da ist, was ist denn das? Ein R ist das. Das ist eine. Was ist denn das? Was ist denn das? Jetzt bescheuert? Das, ach, das ist ein I? Okay, das ist. Das ist. Was ist das? Und das ist ein G. Achso, dann ist das wahrscheinlich ein H. Genau, und das ist dann vermutlich ein T. Okay, also 1 right. Dann haben wir hier, das ist, was ist denn das? Das ist eine 5 und das, man hat es dann na, grob geraten wahrscheinlich, left, gucken wir mal, das ist ein L, das ist ein E, das ist ein E, ja, okay, also, Moment, das schreiben wir nochmal kurz auf, also, 1 rechts, dann hatten wir 5, 5 links, dann ist, oh Gott, was ist das denn? Alter, ganz ehrlich, Respekt vor Blinden, die das irgendwie lesen können. Also ich, boah, nee. Also wenn man das auch noch alles ertasten muss mit diesen kleinen Nupsis, ist das so bescheuert bei. Das ist eine 4 und das ist dann wieder rechts, oder? Ja, genau. Das ist hier genau das gleiche wieder oben. Und dann haben wir, was ist das für ein hässlicher Haufen? Das ist zwei, wenn ich das richtig sehe. Eine 2 links. Okay. Also, das ist im Uhrzeigersinn. Also, 1 rechts.
5 links. 4 rechts. 2 links. Jawohl, das ging nochmal einwandfrei. Und da haben wir was. Einmal ein Zettelchen. Ja, das wird doch auch langsam mehr. Schön, schön. Und hier haben wir den 13-3. Sehr schön. Dann können wir doch jetzt in Raum 13. Und ich hoffe einfach, dass ich... ich sehe schon das Scrollproblem auf uns zukommen. Na, gucken wir mal. Das war der mit der Fotodisk. Wo war denn hier Raum 13? Raum 27. Was? Raum 5. Nein, 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 nein. Hier will ich definitiv nicht hin. Gott, er war doch jetzt wieder sonst wo und ich werde die halbe Folge drauf verschwenden, da hinzulaufen. Das war's nicht. Ach, sonst nehmen wir gleich einfach erstmal den Fahrstuhl und gucken, was da passiert zum Moment. Da kommen wir her. Nee, ach komm, dann nehmen wir jetzt erstmal den Fahrstuhl. Oder Moment. Ich gucke einmal hier drüben rüber. Da kann Raum 13 ja nicht so weit weg sein. Ach, Stokel. Hier geht's in Raum 13. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ah, toll, jetzt komme ich noch nicht mal mehr zu dem... Oh, Alter. Kackscheiße. Ja, gut, dann... Ach Gott. Zocken mit Hindernissen. Egal, ich speichere jetzt erstmal. Eine wichtige Sache. Und dann nehmen wir den Aufzug. Das war hier durch. Alter, ich habe so gar keine Orientierungssinn. Es tut mir so leid. So, jetzt geh hinter. Das kennen wir doch irgendwoher. So, das war 1812. Accepted. Na, die Stimme kennen wir doch irgendwoher. Finde ich gut. Dann hinein in die Jutestube. Der Aufzug. Hier können wir... Was ist... Hallo? Es wackelt. Ich weiß nicht, ob ich diesen Aufzug so koscher finde. Hallo, kann ich mich hier... Hallo? Ach, da ist noch vergittert. Das ist ja toll. Na gut, dann fahren wir halt hoch in die 2. Spannende Fahrstuhlaktionen. Da, 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 da. Fahrstuhlmusik war auch schon mal besser, oder? Also, oh, da kommt man hier hoch und direkt eine Kanone. Zwei Kanonen. Okay. Hallo? Ach was. Ich weiß nicht, ob das so eine gute... Ach so, da geht einfach ein Fach auf. Was haben wir denn hier? Weichkäse. Cracker. Und eine Thermoskanne. Oh, oh, da... Alter. Na, ich hatte doch gerade die 13er Schlüssel da schon zum Teil. Alter! So, zurechtgefrickelt. Gut, dann tut's mir leid. Jetzt, wo ich das gerade zurechtgefrickelt habe, fahre ich natürlich nochmal runter, bevor ich das Problem gleich nochmal habe. Dann sind wir unten, glaube ich, auch soweit durch. Also, ich... Oh, jetzt muss ich... Oh, echt jetzt... Accepted. Aber ich glaube, da müssten wir im Erdgeschoss wirklich so ziemlich alles haben. Also, ich wüsste aus dem Kopf gerade nicht, was noch offen ist. In die erste Etage, bitte. Mein Uhrenmotor ist, wüsste ich jetzt nicht unten. 52 wird wahrscheinlich im Keller sein. Raum 13 müssen wir nur noch machen. Ach, wir müssen noch hier in der Toilette. Raum, Gott, was war denn das? Paar 20 irgendwie.
Da brauchen wir nochmal was für, aber das fehlt uns ja im Moment auch noch. So, Raum 13 war da hinten durch, glaube ich, oder hier rein. Strokel und dann hier. Jawohl, richtig, richtig, ausnahmsweise mal was korrekt in Erinnerung gehabt. So, Nummer 1, benutzen. Nummer 2, benutzen. Und Nummer 3, benutzen. Und drehen. Und drehen. Und auf der Tür. Sehr schön. Nanung Moschun. Och, na toll. Und da ist wieder noch so ein scheiß Zettel drin. Wie viele haben wir denn davon jetzt eigentlich schon? Das würde mich mal interessieren. 6 von 12. Nun haben wir doch schon mal die Hälfte. Das ist doch was. Ja, so. Und dann haben wir schon 57%. Das ist ja ein Grund zu speichern. So. Wo wollt ihr? Ach, Fahrstuhl, das war's. Nach oben. Ins Obergeschoss. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Obergeschoss richtig kaputte Saves auf Lager. Und zwar so richtig, richtig. Irgendwie wollte ich hier gerade nochmal. Na, nee. Komm. Lüffahrstuhl. Dass man das jedes Mal wieder eintippen muss, ist schon ein bisschen nervig. Was? 1, 8, 1, 2. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? So, ab in den Fahrstuhl. Also die Musik ist echt grenzwertig. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber diese Musik... Ich bin schwer dagegen. So. Oh Gott, oben sind doch bestimmt... Ach Moment, ich habe hier ja... ich habe hier ja... Entschuldigung. Da musste ich ganz kurz auf den Nebenmonitor. Und ich habe ja den Lageplan. So, wir sind hier in Raum 18. Das, ach je, das ist da das Treppenhaus. Okay. Dann, was ist das denn? Sieht doch nicht gesund aus. Da haben wir nochmal das Bild. Und dann müsste... Moment, wenn ich jetzt dahin... Ach nee, das ist doch ein Plan vom Erdgeschoss. Fuck, ich dachte Floor 1 wäre... Ach... Grütze. Okay, dann habe ich doch nur einen Plan von unten. Gut, dann kriechen wir hier oben halt einfach mal so rum. Raum 32. Alter, was ist das denn für Musik? Alter, der Raum ist schon im... Dieses Lachen da im Hintergrund ist schon irgendwie... Was haben wir hier? Okay, da geht nichts. Was ist das denn da hinten? Was haben wir hier? Oh, es geht etwas direkt auf. Okay, Flaggen. Ich mache mal ganz kurz einen Screenshot. Das brauchen wir bestimmt später noch. So. Oh Gott, das war das gruselige Ding. Ich erinnere mich. Wie ging denn das doch gleich? Macht auch euch Geld für. Die schätzungsweise? Nein, die offensichtlich nicht. Die hier? Jawohl. Alter! Help me if you can. Ja, nee, ist klar. Was? Was muss ich denn hier machen? Was? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, Moment. Okay, eigentlich wollte ich nur gerade gucken, wie es an sich geht, aber dann... Muss er das Gesicht aufklappen? Aber okay, dann haben wir den gelöst, soll mir recht sein.
Trial and Error, kann man ja mal machen. Gott, weg von dem Ding. Wo kamen wir jetzt her? Da, ne? Kamen wir daher? Ich glaube, ne? Nee. Dann kamen wir daher. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal hier rein. Oh nein! Nein! Nicht diese Musik! Oh Gott, und der Raum ist auch noch so riesig. Ja. Okay, was haben wir hier? Ganz viele Bücher. Ne, da gucken wir gleich mal. Bücher. Chess, cause, wie auch immer. Or 50 ways to cheat and win. Großartig. Die Hollow Queen with a hidden pawn. Großartig. Example of chess game with minimal and discreet cheating. Einfach mal so 12 Damen dahin gepackt. Ja. Oh, diese Musik geht mir schon hart auf die Eier. Wo geht's hier hin? Offensichtlich nirgendwo. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Please do not pull. Irgendwann in dem Moment, bevor ich das... Hier genau irgendwas. Ich wollte gerade sagen, diese Bücher... Aha. Also manchmal sind so ein paar Erinnerungen nämlich doch ganz gut, weil da sucht man sich nämlich wirklich dumm und albern nach sonst. Aber das hier... Das Ding ist zu... Ja, ich glaube... Hier geht's auch erstmal nicht so... Oh, diese Musik, ne? Das macht mich fertig. So, ich will nochmal ganz kurz gucken, wo es hier hingeht. Schon wieder so ein Globus. Irgendwie... Ach komm. Nutzt ja nix. Nutzt ja nix. Was? Au. Och nö, das ist... Okay, so viel zum Thema Speiseaufzug. Das ist einfach eine bekackte Falltür in den Keller runter. Och. Echt jetzt. Warte ich hier doch schon. Der Schlüssel war hier für 52, ne? Ja, ach, dann gucken wir doch nochmal ein bisschen im Keller rum. Da waren wir auch noch nicht überall. Wobei, ich glaube, im Keller rumgucken, das machen wir einfach mal in der nächsten Folge. Das ist jetzt gerade hier so ein schöner Punkt. Von daher, ich, ganz ehrlich, ich, schadet ja nichts, ne? Hoppala. Ich speichere einfach mal. Tut mir leid, wenn ich da jetzt so ein bisschen paranoid werde. Aber ich denke, speichern ist eine gute Idee. Und mit dem Blick auf die herrlichen, sind es Whiskyfässer? Wahrscheinlich, vielleicht sind es auch Weinfässer, egal. Mit dem Blick auf die wunderbaren Fässer verabschiede ich mich für diese Folge und wünsche noch einen angenehmen Tag. Macht's gut!